Okay. Oh Gott, ich sehe aus. Ich habe hier noch eine Box stehen, die wir unbedingt diesen Monat... Was hat er umgeschmissen? Da steht meine Adresse. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich habe hier noch eine Box stehen, die wir diesen Monat noch unbedingt auspacken müssen und noch nicht haben. Schande auf mein Haupt. Und zwar die Fairy Box. Die öffnen wir jetzt mal. Ohne... Oh, guck mal. Von Kraft geträumt. Ohne Schere, wollte ich sagen. Da ist es. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Du kannst wie immer was gewinnen, wie du weißt. Ja. So, wir öffnen es. Wir haben hier wieder ein kleines Kärtchen, das die... Chips hier kompostierbar sind und 100% aus Maisstärke. Wie du weißt, in dem einen Video habe ich reingebissen. Du siehst natürlich mal wieder nicht, dass Sachen drin sind. Gut, dann machen wir es wie immer hier rein. Damit spielen übrigens meine Katzen gerne. Das erste ist mir direkt schon in die Hände gefallen. Und zwar haben wir hier Glow Up Hydrating Face Cream. Ah ja, das ist eine Gesichtscreme mit Hyaluron. Ist das richtig? Habe ich das richtig gelesen? Nee, das habe ich nicht richtig gelesen, weil es steht hier nicht. Aber eine Gesichtscreme, ja, ist eine kleine Größe, also reicht vielleicht für dreimal Gesicht eincremen, um sich davon ein Bild zu machen. Ja, ich stehe jetzt nicht so auf Gesichtscremes. Aber ja, warum nicht? Ist ein solides Produkt, kann man machen. Das zweite, was ich raushole, kommt in einen Glastiegel. Elixier. Elixier klingt immer erstmal gut. Ich denke immer so ein bisschen an Harry Potter und Zauberwelt. Einige Tropfen Öl in den Handflächen verreiben. Und so erwärmen. Auf die vernarbte Stelle auftragen und einmassieren. Oh, das ist sehr schlecht gedruckt und klein. Für ein Bad 2-3 Teelöffel Öl in 5 Esslöffel Milch oder Sahne einrühren und ins Badewasser geben. Nein, macht es nicht. Zur täglichen Anwendung geeignet. Narben 2-mal täglich behandeln. Okay, das ist offensichtlich so ein Öl, was für deinen ganzen Körper gut ist, aber auch besonders, wenn du Narben hast. Ja, okay. Ja, warum nicht? Brauche ich das? Nee, das brauche ich nicht. Das werde ich irgendwie weiter verschenken oder es kommt in irgendeinen Adventskalender, mal sehen. Aber hier kommt was ich dringend brauche. Akku blinkt, scheiße. Und zwar Sporty Lemon. Das ist ein Deodorant. Ja, das kann ich gebrauchen. Wahrscheinlich ist der besonders öko oder so. Genau, kommt hier in einem ganz normalen Plastikdings. Ich meine, da gibt es mittlerweile bessere Alternativen, aber kann ja sein, dass das aus Meeresplastik ist oder so. Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis, ja. Sanfte Pflege mit Bio-Aloe Vera. Ja, okay. Ja, mal sehen, ob ich das behalte oder auch weggebe. Schauen wir mal. Aber grundsätzlich benutze ich Deo-Roller und so. Als nächstes haben wir hier Wild Barbon Naturkosmetik Aloe Vera Gel. Ah, das ist pures Aloe Vera Gel. Na? Ist eigentlich ganz geil. Ja, sowas finde ich mehr cool. Ich meine, sowas habe ich noch. Aber sowas ist wirklich ein gutes Produkt und kommt auch in so einem Glastiegel. Ja, finde ich ganz geil. Spendet Gesicht und Körperfeuchtigkeit, fördert die Elastizität, Regeneration der Haut, Glättung von Fältchen beugt Unreinheiten vor, für die tägliche Hautpflege geeignet. Geil. Ja, sowas ist cool. Als nächstes habe ich ein Lip Liner offensichtlich. Und sowas liebe ich ja. Dekorative Kosmetik gibt es mir. Finde ich sehr cool. Und ich sehe gerade, passend, direkt von Fairy Box, super niedlich, einen Anspitzer für aus Holz. Für diese Stifte. Richtig cool. Ich denke mal, bei allen sind auch unterschiedliche Farben drin, denke ich mal. Meine Farbe ist Lotto. Oder so. Falls du dich wunderst, warum ich so durchpresche, ich habe kaum noch Akku. Hier sparst du bei diesem Aloe Vera Gedöns sparst du Geld mit dem Code. Hier ist noch was. Ach so, genau. Noch ein bisschen über die geschrieben. Finde ich ganz cool. Hier ist nochmal Werbung zu dem Deo. Und was haben wir noch? Ah, noch was zu dem Elixier. Ja. Sowas finde ich immer ganz cool, wenn man dann noch Infos zu bekommt. Und ich glaube, das war's. Ja, das war's, Leute. Mein Lieblingsprodukt, unangefochten, sind diese Sachen. Also dieser Anspitzer ist einfach des Todes cool und sieht super süß aus. Und du weißt, dekoratives Kosmetik und gerade Lippenprodukte sind einfach mein Ding. Und aber dicht gefolgt von diesem Aloe Vera Zeug. Das finde ich auch cool. Ja, ich fand die Box ganz okay, aber jetzt auch nicht überkrass durchschnittlich gut. Du kannst mir das auf jeden Fall in den Kommentaren sagen mit dem Hashtag Fairybox. Einem Daumen nach oben und du musst natürlich mein Abonnent sein, kannst du auch schon an der Verlosung teilnehmen. Ich packe dir aber alles nochmal unten in die Infobox, also easygoing. Kannst du auf jeden Fall nochmal nachlesen. Tut mir leid, dass ich so durchpresche, aber ich wollte jetzt nicht einen unnötigen
Akkuwechsel und so weiter. Ich blende dir hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Viele Grüße, vielen Dank, dass ihr mich immer supportet. Danke, 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 danke. Ich komme übrigens gerade vom Sport, deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Ich freue mich immer riesig, dass du hier auch was gewinnen kannst. Da bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei der Firma, dass das immer funktioniert. Ich sage euch natürlich trotzdem immer offen und ehrlich meine Meinung, das weißt du. Und ja, ich freue mich schon, euch am 5. den Gewinner auszulosen. Ja. Einige Sachen hiervon kommen eventuell noch ins Adventskalender losen. Oder würfeln heißt es, Adventskalender würfeln. Guck da auf jeden Fall mal auf TikTok vorbei. Mache ich aber auch was auf Instagram zu, kannst du auch gerne vorbeischauen. Und hier auf YouTube kommt vielleicht auch noch was dazu, weiß ich noch nicht genau. Und damit würde ich sagen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Es kommen bald ganz viele Kalender jetzt demnächst. Wir haben schon ganz viel vorgedreht, Laura und ich. Also sehr, sehr fleißig waren wir. Und die neue Fairy Box ist auch schon wieder bei mir eingetroffen. Die kann ich auch bald schon wieder abdrehen. Vielleicht nicht wieder auf dem letzten Drücker. Typisch ich. Bis dann ja, Manja, ne? Hauen Sie rein!